Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos? Ja, Sir. Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen. Weil Sie mich so oder so foltern werden? So arbeiten wir nicht mehr. Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden. Ganz toll. Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als ich zu mir kam. Da war ein Funkspruch. Wie lange genau? 6 Stunden 8. Das ist wichtig. War das ein Zug? Sind wir Martha? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte. Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog, deshalb weiß ich es nicht. Und es war dunkel. Als Sie sich rauszogen, waren Sie begraben? Ich konnte etwas erkennen. Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen. Machen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn. Unterhalten Sie uns. Na los. Wenn Sie das sagen. Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen. Und nach dem Beben sahen Sie etwas. Was war das? Andererseits habe ich eine bessere Idee. Ich lasse Sie wählen. Wen? Was denn wen? Oh, kommen Sie. Was ist? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Oh, Imsi! Thank you.
انفجاری خب آمریکایی هم اینجا بودن اون هم مثل ما زد بیدن. Scheiße! Blackburn! Was bin ich froh, dich zu sehen!
In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Misfit! Hier Misfit 1-3! Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne diese Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Ich hab die Tür. Komm. Laut Milne gibt es in der ganzen Stadt Krawalle und, halt dich fest, einen Coup im Iran. Gesponsert von unseren freundlichen Nachbarn.